So, diesmal habe ich mich nicht gemüht. Oh nein, oh mein Gott. Ich weiß jetzt schon, dass wir sterben werden. Wir werden gleich sowas von sterben in dieser Challenge. Weil, wenn der Hexer sein Pad nicht wegpackt, holt der gleich jede Menge. Und dann sind wir sowas von am Arsch. Ja, und wir haben Seelenstein bekommen. Ah, oh, vielleicht sterben wir dann. Das ist egal. Ich wollte gerade sagen, vielleicht sterben wir ja dann doch nicht. Wir werden trotzdem sterben. Ich hoffe, er packt sein Pad weg. Ansonsten sind wir gleich sowas von am Arsch. Jetzt noch nicht, aber danach die Ecke. Werden wir sowas von am Arsch sein. Jetzt habe ich natürlich auch noch die Leiste oben drüber. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Ich wollte eigentlich nur den Pfeil haben, damit ich weiß, welches Ziel ich gerade im Target habe. Sehr schön. Boss mitgebracht. Das ist sehr gut. Problem ist, ich habe halt noch kein Gotteschild. Ich sollte eigentlich keine zwei Folgen an einen Tag aufnehmen. Aber da ich gesehen habe, dass ihr das so gerne guckt, habe ich gedacht, ich mache das trotzdem. Übrigens, Beatles funktioniert doch wieder, wenn man den Haken reinmacht mit veraltete Addons laden. Dann geht das Ganze. Aber ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich bei dem Interface bleibe mit dem Tanken. Ich habe jetzt die Leisten alle im Blick, das ist gut. Ja, das ist für mich etwas besser. Aber ich glaube, ich muss mich dann auch erst dran gewöhnen. Wie gut, dass wir uns ein bisschen gegenheilen können hier. Aber unser Schild absorbiert noch nicht viel, ne? Deswegen müssen wir mal gucken. Wobei ich sagen muss, dass der Druide mir echt viel Spaß gemacht hat, den zu spielen. Und wir bekommen Schuhe. Wir benötigen Stufe 3. Ja, Heiler! 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 Wo ist mein Heiler? Wir benötigen Stufe 30. Wieso das denn? Wieso benötigen wir Stufe 30 dafür? Das verstehe ich nicht ganz. Ja, komm schon. Ja, komm schon. Wer hat da Agro? Es dürfte keine Agro haben außer uns. Oh, er hat aber gut gegengerackt hier. Unser Heiler, der Level 14 gerade ist. Spielt da auch eine Darkest Dungeon Challenge. Wir munkeln. Wir gucken mal. Nein, definitiv nicht. Nein, 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 nein. Weil mit dem Pfeil habe ich so das Gefühl, ich kenne hier wesentlich mehr Pullen. Als mit den anderen, mit dem Druiden zum Beispiel. Aber es kann auch sein, dass das einfach täuscht. Das ist auch gut möglich, ne? Deswegen da nicht. Vielleicht, weil ich die Fähigkeiten gerade ein bisschen besser im Blick habe. Und ja, so sieht das Ganze jetzt erstmal komplett aus. Weil ich jetzt die zweite Folge hinterher aufnehme. Sollten wir danach nochmal sterben, also nach der Challenge, werden wir, glaube ich, ein bisschen Pause zwischenlassen. Es ist jetzt schon relativ schwer, eine vernünftige Truppe zu bekommen. Was habe ich denn hier? Okay, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Boah, ich glaube, mein Internet hat auch wieder so eine 5 Minuten. Ja, der Ping geht gerade wieder hoch. Oh nein. Was ist denn jetzt schon wieder? Lädt Windows wieder irgendwelche Updates? Ey, das ist doch zum Kotzen. Problem ist, wir haben auch noch nicht allzu viele Fähigkeiten, überhaupt irgendwas zu machen. Mit Level 12. Also ich habe ja ein Paladin und sowas. Aber ich mache das halt immer ganz gerne, wenn jetzt ein neuer Patch kommt. Junge, ich will dich doch nicht anquatschen. Oder neue Sachen kommen, wie zum Beispiel ein neues Addon, spiele ich immer sehr gerne neue Klassen und dann nochmal hoch, also die eine oder andere Klasse nochmal hoch, um zu schauen, wie die sich spielen lässt. Ja, so ein bisschen Gefühl dazu für bekommen. Wobei ich sagen muss, der Druide hat echt Spaß gemacht. Das macht wieder Lust auf den Druidentank eigentlich. Deswegen mal gucken. Das Problem ist, ich kann jetzt meine heilige Kraft nicht wirklich verbrauchen. Weil wir natürlich noch nicht allzu viele Fähigkeiten haben. Haben wir denn noch was bekommen? Oh, Schild des Rächers habe ich bekommen. Und ich habe das nicht mitbekommen, dass ich den bekommen habe. Das ist aber nicht nett. Da komme ich ein bisschen Deftidis jetzt hin. Warum wird mir das nicht angesagt, dass ich hier was bekomme? Habe ich so. Ach, oh, Götterschild habe ich auch schon. Wann habe ich den denn bekommen? Habe ich auch nicht mitbekommen. Ja, ich bekomme hier lauter Fähigkeiten und kriege das hier nicht mal mit. Ist sonst noch irgendwas hier? Untote Seele? Untote aufspüren brauche ich eigentlich nicht. Untote Seele. Ja, Mordi Seelenreparatur, ne? PC Billing Simulator. Falls du noch nicht reingeguckt habt, kann ich nur empfehlen.
Ist echt gut gemacht für den zweiten Teil. So, Weihe. Hoffnungs hat 50% verringert, ansonsten habe ich jetzt hier keine Fähigkeiten. Dem Heiler geht es nicht schnell genug. Ja, sollen sie ruhig holen, ist nicht mein Bier. Wenn ihr sterbt, ist das mir, meine Sache. Ja, dann ist das mir eigentlich relativ egal. Aber ich gehe davon aus, dass wir wahrscheinlich gleich sterben werden, wenn der Hexer das Fett nicht wegpackt. Oder ich lasse den Hexer vorher runterspringen und dann warte ich eben. Ja, also es geht ihn hier, wie man sieht, nicht schnell genug. Oder es liegt einfach daran, dass mein Ping so scheiße ist. Dass ich vielleicht bei denen komplett woanders noch stehe. Das ist jedes Mal, wenn ich die aufnehmen will, die Challenge ist irgendwas. Ja, ich kann leider noch nicht unterbrechen. Jetzt kann ich erst unterbrechen. Da fehlt allerdings noch das Voice-Over. Also ich habe das mit der Sprache noch nicht reingemacht. Wobei das in so einem Dungeon jetzt nicht allzu wichtig ist, dass man das benutzt oder unterbricht, sag ich mal. Aber für den einen oder anderen Boss ist es schon gar nicht so schlecht, wenn man das macht. Und Ülöf macht gerade die meisten Damage und die meiste Heilung. Ja, dann springt ihr mal runter. Am besten immer Pet vorher wegpacken. Und ich glaube, ich lande nicht da, wo ich landen will, ne? Na, und? Ja, doch, da bin ich. Oh, der gepult. Seid gegrüßt. Der Tag leuchtet schon. Achso, wir haben eine Drehnei-Schurkin dabei. Es ist der erste Schurke, den ich seit langem wieder in der Gruppe habe. Ja, und der erste Drehnei vor allen Dingen. Oh gut, wir haben jetzt mit dem Druiden natürlich auch noch die Allianzseite gespielt. Ja, aber das ist schon krass. Ich habe echt die Befürchtung, dass unsere Challenge gleich scheitern wird, wenn der Hexer das echt nicht weggepackt hat. Ich muss ein bisschen Auge drauf halten, ob da gleich was kommt. Weil das ist uns nämlich hier passiert auf der Hordenseite. Ich halte meine Defizite erstmal noch so ein bisschen ready hier. Dass da eine ganze Menge Trash kam, weil der Hexenmeister, auch in dem Fall Hexenmeister, es waren sogar zwei, die Pets nicht weggepackt haben. Ja, deswegen. Da bin ich dann immer so ein bisschen vorsichtig. Und da kommt der ganze Trash, da kommt er. Da kommt er. Da kommt er. Boah, das ist verdammt viel, ne? Das ist verdammt viel Trash. Aber er kriegt das, glaube ich, geheilt. Ich weiß es noch nicht. Wir gucken mal. Ah, guck mal, Erdelementar mit dabei gezogen. Sehr gut gemacht. Aber ich brauche einen. Der Ding ist gerade richtig scheiße. Erdelementar klaut uns noch so ein bisschen die Agro. Kuh, würde ich sagen. Ja, wir haben's überlebt. Ja, dank an den Schaman, der das Erdelementar gezogen hat. Ich denke, das wird der 29er gewesen sein. Der hier, der das Ganze gezogen hat. Schmeiße ich natürlich mal ein schönes Schild dafür weg. Aber auch sehr gut geheilt, muss ich sagen. Also wir sind da verreckt. Aber ich muss auch sagen, ich hatte auch wieder an den Tag einen sehr beschissenen Ping. Und dieses Mal, wenn wir Richtung der einen Instanz gehen, hoffe ich, dass wir uns da, dass diesmal... Oh, da kommt noch mehr. Da kommt noch mehr. Ja, man sollte den Tag nicht vor dem Abend loben, aber ich glaube, das wird jetzt erstmal die letzte Folge sein, die ich aufnehme. Weil mit dem Ping da wieder aufzunehmen, das ist doch kacke einfach. Und was liegt hier schon wieder runter? Und ich weiß halt nicht was. Also ich bin am Hochladen, das definitiv. Ich bin gerade die Videos für euch am Hochladen. Gerade nebenbei. Oh, Wut. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Hier sogar Täuschung, ne? Täuschung müsstest du, glaube ich, spielen kennen, ne? Du spielst Täuschungsschurke. Ja, Täuschungsschurke. Wobei ich den Meucheln eigentlich sehr interessant fand. Also ich mag es ja generell, solche zu spielen beim Schurken.
Aber der Impala fühlt sich noch so ein bisschen unrund an, muss ich sagen. Weil beim Druiden hat es halt immer so eine Fähigkeit ready, die du nutzen konntest. Das kannst du hier in dem Fall aber nicht. So, Schild rausgehauen. Und dann werden wir die nächste Folge dann ein bisschen verschieben. Ich brauche ein Ziel. Unserem geilen Widder hier kommen wir hier angewiddert. Nein, Gnomegan ist mein. Wir haben noch, zur Not haben wir noch Handauflegung und Götterschild, wobei nur wir eins von beiden nutzen können in dem Fall. Es müsste auch von Ilfgeil sein mit dem Cooldown. Und Rot ist quasi so, das ist gleich ready. Ja, dann sieht man das ein bisschen besser. Deswegen, ich wollte das mal wieder ausprobieren. Ich hatte das mal... Wow, 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 Dude. Drin. Aber da habe ich auch komplett alles angepasst gehabt. Da hatte ich auch die Leisten, die beiden Spielerleisten und den, das Ziel auch ein bisschen kleiner. Da muss man auch mal dann ein bisschen gucken. Und er ist gleich down. Und jawohl, wir haben es geschafft. Und wir haben ein Schild bekommen. Nice. Das heißt, das meine Tasche geht nicht. Drück auf B-Taste. Meine Tasche geht nicht. Ja, deswegen sage ich, es sind noch momentan so ein bisschen ein paar Sachen verbuggt. Und wir bekommen... Was nehmen wir denn mal? Was haben wir denn hier? Hier Ausdauer. Zwei Tempo. Boah. Gute Frage an der Stelle. So, jetzt muss ich einmal reloggen. Es geht auch meine Tasche wieder. So, wir müssen aber eben das eine Addon anmachen. Guck mal, ich sehe gerade, dass da welche... Danke, Discord, dass du dich hier gerade versuchst, in den Vordergrund zu drängen. So, dann lass uns mal gucken. Kann ich nicht tauschen, weil die für Level 30 sind? Warum kriege ich die dann? Das ist irgendwie ein Fehler. Ja, deswegen da gehe ich mal ganz stark von aus, dass das ein Bug ist. Die können wir wechseln. Die kann ich wechseln. Level 30. Ich kann weder das Schild, noch kann ich die Füße anlegen. Nice. Super. Irgendwie scheint ja auch was zu buggen. Also man sieht es, ne? Es läuft noch nicht alles hundertprozentig rund. Aber es wird, hoffe ich. Es wird. Und hier haben wir dann quasi den Reitlehrer. Ja, der hier rumläuft. So kann ich das nicht. Achso, ich bin nicht Level 20. Wir sind Level 14. Ja, die sind jetzt mittlerweile alle hier. Schildwache von Danassus. Die sind ja alle mittlerweile bei uns hier drüben. Also bei den Menschen quasi alle drüben. Ja, dann war es das erstmal. Wir haben noch Post. Die können wir noch mal eben kurz holen, damit ich auch hier sagen kann, hier, pass auf, das habe ich nicht gekauft. Alles nur Crap. Okay, hat sich nicht gelohnt. Dann bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.